Hallihallo Leute, hier ist der Gusua. Diese Jax ist auch am Start. Moinsen. Und wir gucken, beziehungsweise ich gucke jetzt nochmal kurz in die Mails rein, was so als letztes abging. Ich will nämlich doch einmal wieder einen kleinen Bogencheck starten. 40 Leute um und bei, richtig. Und er heißt Koptan. Ganz oben, er ist Anführer mit 59. Easy. Läuft auf jeden Fall. So, ja. Da kann man sagen, fast so weit wie ich mit meinem zweiten Account. So grundsätzlich Aufstellung vollkommen in Ordnung, also von der Fläche her gut verteilt, passt. Mir wäre aber eventuell die Luftabwehr ein bisschen weit außen, aber das ist auch Pillepalle, das ist jetzt auch wieder Heulen auf höchstem Niveau. Ich finde, ja, luftfähigermäßig, ganz ehrlich, ich meine, ich habe mir jetzt auch so weit gemaxt bei mir, aber ja, ich finde, man braucht ihn nicht unbedingt. Wie siehst du das? Ja, also Base Layout ist ja ganz hübsch und so. Hybrid Base eben, er versucht seine Lager immer noch ein bisschen zu schützen. Finde ich bei Town Hall 7 noch ein bisschen zu früh, also bei Town Hall 7, Town Hall 6, alles was darunter liegt, finde ich, um ehrlich zu sein, Hybrid Base nicht so sinnvoll. Du solltest dich entweder dazu entscheiden, ob du halt zu Kristall gehst, um die Gems zu holen, oder ob du farmst, also so Hybrid mit Town Hall 7 finde ich nicht so gut. Ansonsten, das Base Layout ist aber gar nicht so schlecht für eine Town Hall 7 Hybrid Base. Clanbook würde ich vielleicht versuchen, ein bisschen weiter in die Mitte zu stellen bei einer Hybrid Base. Ansonsten, Luftabwehren, also ist halt sehr, sehr schwer halt eine Hybrid mit einer Tunnel 7, weil du halt so wenig Mauern hast in gewisser Weise für die Anzahl deiner Gebäude. Ich würde mir überlegen, ob du den dunklen Elixierbohrer mit der Clanburg wenigstens noch tauschst und ja, ansonsten passt es. Na und ein Tipp noch von mir, was jetzt auf jeden Fall noch machbar wäre, die Sachen, die du upgradest, das sagen ja viele, oh ja, stell das raus, brauchst du nicht. Ich bin wirklich der Meinung, wenn du das, klar, du hast es halbwegs im Bereich von der Kanone, aber wenn ich hier jetzt ein paar Boogies droppe, habe ich wieder ein paar Prozente. Besonders muss man darüber denken, du hast nicht so viele Häuser, sage ich jetzt mal, dass man sagen könnte, gut, okay, diese Prozente sind dir egal. Wenn du jetzt wirklich einen hast, der gerade ein 50 machen will, dann ist vielleicht dieses Gebäude entscheidend dafür. Und wenn das drinne steht und der zum Beispiel mit Riesen angreift, beschäftigen sich die Riesen erstmal mit dem abzugradenden Gebäude. Und dann kannst du die natürlich mit den anderen Sachen kalt machen. Von daher, ich mache immer, wenn ich was upgrade, lasse ich es trotzdem drinne stehen. Okay, ja. Ja, also lohnt sich nicht so wirklich, finde ich. Ist einfach nur unnötig Arbeit. Das rauszustellen, meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, so sehe ich das auch. Gucken wir mal beim nächsten vorbei. Ich habe mich ja auch beworben, wenn du es nicht vergessen hast. Ach, du hast dich beworben, ja? Na, dann gucken wir mal in With Pride. Checkt er direkt mich, ohne den anderen zu checken. Ja, da gibt's ja zum Glück jetzt, da ganz unten sind wir. Natürlich die bald benötigten Trophäen ziemlich legit. Ja, es läuft natürlich bei euch. 12.300. Ja, genau. Na, ja, natürlich Hacked natürlich by Diserx und Goldie. Was? Offen für alle. Also kommt ruhig rein, wenn ihr etwas über 12.000 Trophäen habt. Dann läuft's bei euch. Und jetzt gucken wir mal rein. Die waren ziemlich inaktiv hier. So, Diserx, der aktivste im Clan. Ja, genau. Das ist der Vize. Mal gucken, was der hier so an Start bringt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da müsste man jetzt mal ein bisschen genauer hingucken. Ja, guck ganz genau hin. Ja, weil sonst, ich meine, man macht sich sonst echt zum Lappen und dann... Also. Für was nimmst du gerade das Gold? Frage ich jetzt mal ganz blöd. Luftabwehren alle auf Max bringen. Okay. Siehst du gerade, da gradet einer ab. Ja, der ist gerade am Upgraden, ganz genau. Zumal, das ist immer so eine geile Nummer, wenn man gerade denjenigen eben wirklich dran hat, dass der sich wirklich halt eben selber auch erklären kann, wie, warum habe ich das so und so gemacht. Ja, stimmt schon. Also grundsätzlich natürlich gut verteilt. Die Frage aber wirklich, die ich mir stelle, wenn jetzt einer in den inneren Kreis kommt, ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, sind wir mal ehrlich, aber du hast hier innen drin nicht ansatzweise irgendwas. Du hast eine große Kachel, die jetzt zum Beispiel von Goblins relativ gut durchrannt werden könnte. Von Goblins eher nicht wegen Ich meine, Infernus. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil du hast einfach mal die Infernus auf Multi. Logisch, die würden schon richtig, richtig was wegballern. Aber wurdest du mit der Base schon so weit durchgeballert?
Natürlich hast du da recht mit den Goblins. Bis jetzt wurde ich noch nie angegriffen, weil jemand versucht hat, meine Ressourcen zu holen. Mhm. Ich hatte ja auch einmal in der Lootmeister-Folge, für die, die es vielleicht gesehen haben, hatte ich ja auch 8 Millionen Gold. Und da war ich vielleicht einen Tag lang offline und da wurde ich vielleicht mal angegriffen und jemand hat mein eines Goldlager angeditscht, sogar okay. mit Riesen und so. Also es hält sich eigentlich ganz gut, aber du hast halt recht, wenn wirklich jemand sagt, hey, ich gehe jetzt wirklich auf den fetten Loot, hat irgendwie zwei Golems dabei, ein paar Mauerbrecher. Na, die Sache ist die, guck mal, jetzt spinnen wir das Ding einfach mal ein bisschen weiter. Wir sagen jetzt, klar, man sagt ja nicht, oh, hier, ich setze hier einmal rundherum Bogies und wir werden schon irgendwie zum Gold kommen. Ich glaube, das passiert bei der Base eher nicht. Nee. Aber also wenn man jetzt sich wirklich einen Punkt schnappt, ich sage jetzt mal zum Beispiel hier rechts unten. So, wir gehen hier jetzt einfach ran. Sprich, wir haben, ich sehe das natürlich nicht, was du an Fallen hast, von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn du mit dabei bist. So, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt von hier unten rangehen, also ich droppe hier jetzt mal zwei Riesen, die jetzt logischerweise dann Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Riesen gehen hier ran. So, dann halt Mauerbrecher hinterher und ich bin zumindest schon mal in dem Bereich. Klar, genau. Ich meine, die Expos, die geben dann schon mal richtig gut Def, ganz klar. Aber ich würde sagen, dann ist es auch nur noch eine Mauer und dann bin ich da, oder? Genau, also, hast dann im Endeffekt ein Goldlager. Ist halt die Frage, ob das im Endeffekt so viel ist, weil um ehrlich zu sein, kriegst du, egal wie die Base aufgebaut ist, wenn du wirklich ein Lager bekommen willst, kriegst du eigentlich bei so gut wie jeder Base ein Lager. Das stimmt, es geht aber nicht um, darum geht's ja, da hast du vollkommen recht. Ja, klar. Das ist richtig, weil wie willst du es sonst schützen, sonst müsstest du alles in der Mitte packen, dann wird einmal geblitzt und fertig, klar. Aber die Sache ist die, wir reden ja eben nicht von einem Goldlager, sondern wir würden ja dann theoretisch mindestens von Gold und D-Alex reden, weil ja nichts dazwischen ist, was auffällt. Das ist meine schwierig, Sache. Schwierig, schwierig. Aber es ist wirklich schwierig. Okay. Also, sieht so einfach aus. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt so sagt, hey, komm, ist übel easy mit einer Go-Wipe. Ja gut, mit einer Go-Wipe ist es vielleicht auch nicht so schwer. Aber wir gehen halt jetzt wirklich mal davon aus, dass in dem Bereich die Leute mit so Truppen angreifen, wie... Na, wie jetzt wie bei mir, wie ich, Riesen, wie ich gerade zum Beispiel Riesen und Barge. So, genau, so wie dann ich jetzt zum Beispiel gerade habe. Angenommen, man greift so an... Wenn ich meine eigene Basis, ich glaube, ich mache dazu mal ein Video, ich glaube, ich greife mal meine eigene Basis an. Ich würde schätzen, dass ich mit meiner Strategie ein Elixier und ein Goldlager bekommen und da, würde. Und da, wie gesagt, da, dann geht deine Rechnung auf jeden Fall auf, wie du sagst. Weil irgendwo kriegt man immer ein Gold- und ein Elix-Lager. Hast du vollkommen recht, da braucht man gar nicht irgendwie weiter rumdiskutieren. Das ist schon so, da hast du vollkommen recht. Also wie gesagt, wenn du sagst, oh nee, ich wurde damit noch nicht so wirklich fertig gemacht, dann geht ja die Rechnung auf jeden Fall auf. Grundsätzlich halt eben wirklich so eine Sache hier, das ist eben auch, denke ich, mega gut. Hier aufgeteilt, hier. Ein Bogiturm vor dem Minenwerfer, weil der Minenwerfer halt wirklich noch zusätzlich geschützt wird, klar. Aber wir haben hier jede Menge Fläche, aber eben auch Einzelschaden. Also das ist richtig gut aufgeteilt. Hast du dir die selber ausgedacht oder hast du gesagt, komm? Die ist komplett selber gebaut. Ja. Also ansonsten also, kann man auch nicht meckern. Also guck mal hier, zack. Also klar, man könnte jetzt hier das Labor ein bisschen snacken, aber gut, okay. Das war es auch schon, oder? Fast, würde ich sagen. Ja, also ich könnte einfach den Bogenschützenturm zum Beispiel da oben mit der Bauarbeiterhütte tauschen, dann wird das Ganze auch nicht mehr gehen. Also wenn ich wirklich sagen würde, hey komm, ich möchte auch nicht ge-50%ed werden, dann würde ich das, denke ich mal, auch hinkriegen. Aber die Sache ist die, du bist ja eh nur am Farmen, weil ich gehe mal davon aus, dass du die Teslas nicht unbedingt hier zu stehen haben wirst. Doch. Okay. Yay. Da sagen viele, das ist dumm. Viele von meinen Abonnenten schreiben mir auch immer in die Kommentare, tu die da weg. Aber ich finde es immer richtig lustig, weil die Leute greifen dann irgendwie mit so 20 Bogenschützen an, denken so, ist easy. Und dann verwenden die irgendwie so 180 oder so dafür. Und manche verlieren sogar, weil sie zu wenig Truppen dann noch dabei haben. Das ist immer sehr amüsant. Und deshalb lasse ich das eigentlich so draußen stehen. Aber die Sache ist halt eben die, damit kannst du natürlich auch von, ich sag jetzt mal, relativ großen, einfach mal aus Frust dann sozusagen, weil die sagen, gut, okay, ich hatte halt alle Truppen, ist kein Thema, ich droppe jetzt hier noch ein paar Riesen zum Beispiel, die Teslas ficken, tut mir leid, die Teslas halt ausschalten, sagen wir es mal so. Und dann ist es halt, ihr wisst ja selber, wir sind ja hier noch nicht ab 20 Uhr und sowas, da sollte man ja seinen Ausdruckspegel ein bisschen runterfahren und die Sache ist halt einfach die, wenn man dann an einen kommt, der sagt, gut, okay, du wolltest mir eben was Böses mit den Teslas, jetzt blitze ich zum Beispiel dein Dunkles. Da hast du natürlich auch nichts gekonnt.
Ja gut, aber man verliert wirklich nicht so viel Dunkles. Also auf die 1000 Dunkles kommt es mir, um ehrlich zu sein, auch nicht an. Okay, Also, ja. weil ich sage, wenn ich jetzt mal meinen Verteidigungslog anschaue, 600, 1600, 1000, 1000, 2300, 1000, 1000. Ich hole eigentlich bei jedem Angriff mindestens 1000 Dunkles, Dann hast du aber wenn gerade ich deinen am Farmen bin. Angriffslog angezeigt und nicht Ja, deinen meine ich ja. Verteidigungslog. Sorry, sorry, Ja, weil sorry. nee, ich dachte nämlich schon, Verteidigungslog. das hört sich ziemlich Aber fail um ehrlich zu sein, mir ist eine Sache mal passiert, als ich 90.000, das habe ich auch schon mal in einem Video gehabt, habe ich sogar erzählt. Und zwar wurde ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich hatte mein Dunkles entweder draußen stehen oder ich wurde geblitzt. Auf jeden Fall wurden mir in ganzen 10 Minuten 10.000 Dunkles Ey, gestohlen. ey, das stimmt, das stimmt. In 10 Minuten Das passiert 10.000. manchmal. Ich saß mit meinem Bruder zusammen und der hatte einen Angriff zweimal hintereinander einfach nur geblitzt. Und ja, du kriegst halt kein Schild, wurdest einfach nur geblitzt und jedes Mal 2000 verloren. Und er sagt auch, ey, ich gehe an den Stock, das geht doch nicht sowas. Aber das ist echt krass, da hast du vollkommen recht. Nee, aber jetzt wollen wir natürlich auch den anderen noch die Chance geben. Ich guck mal gerade. Wir reden hier schon so 5 Minuten über Ja, meiner nee, ein bisschen Basis. länger, aber ja, wie gesagt, muss ja, aber wie gesagt, es bringt auch irgendwo nichts. Deswegen mache ich es halt in Anführungsstrichen so selten. Wenn ich nicht, sage ich jetzt mal, 100% Bock dazu habe, dann bringt es sowas halt nicht. Wenn man dann sagt, naja, gut, okay, das ist blöd. Ja. Clash of Kings, gucken wir mal. Clash of Kings. Zack, den wird es garantiert ein bisschen öfter geben, denke ich jetzt einfach mal. Ja, also ich würde an deiner Stelle würde ich dir auch empfehlen, machst du es mit einer E-Mail? Machst du es mit E-Mail? Na, einfach, die schreiben einen Kommentar halt runter. Ja, ich würde dir echt empfehlen, dass du jetzt einfach halt sagst, hey, schreib mir eine E-Mail an guso@gmail.com oder whatever, wie auch immer deine Mail halt ist. Ja, das ist hier ein bisschen Mit länger. dem Betreff Burgencheck, Clankürzel und Name, das geht bei mir eigentlich richtig gut, weil ich kann dann einfach die Mails löschen, die ich schon gehabt habe, komme dann nicht durcheinander und brauche mich nicht irgendwie darum kümmern, wenn irgendjemand anderes unter irgendeinem Video kommentiert, dann soll der halt unter dem Video halt richtig mir eine Mail schreiben oder so. Ja, Funktioniert halt wunderbar, ich weiß, weil was du dann sehe ich meinst, halt ja. auch, wer sich als erstes beworben hat, kann das schön nach der Reihe nach durchgehen und das klappt eigentlich ganz gut. Ich guck mal. Ah, hier haben wir noch einen. Ich guck mal, ob ich jetzt eventuell wieder kopieren kann. Das nervt doch auch, oder? Dass man manchmal nicht richtig kopieren kann. Jetzt geht's wieder einwandfrei. Wo du echt Also sagst, ich kann es warum? ja sowieso nicht kopieren, weil ich ja am iPad bin. Ah ja, Ich mache okay, es einfach so, ich markiere mir die Clans mit dem Clankürzel erst bei Lesezeichen und ja. denen Und dann dann kann ich zack, einfach zack, bei zack. Dann kannst du Lesezeichen es gleich gucken, schnell abarbeiten. Das stimmt ja. schon. Genau. Das Guck geht mal eigentlich her. ganz gut. AC3Me. Ak3Me, wie auch immer, hatte mir geschrieben. Und da gucken wir mal. Level 60. Und Town Hall da zerstört und Level 7. Auch soweit, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch maxed. Ich muss mal gerade gucken. Do Ja. nee, 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 stopp. Doch. Doch, 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 doch. Fünfer Luftabwehr, ja, das müsste passen. Kanonen müssten auch sein. Der King halt noch nicht komplett und die Mauern halt eben noch nicht, weil die könnt ihr Ja. auf 7 halt. Also. Aber wie gesagt, ich bin auch wirklich der Meinung, das ist irgendwo. Ja, eventuell mit diesem Hochleveln sollte man das nicht zu hart sehen. Also ich sehe es ja eben bei mir auch, wir gucken gleich nochmal in meinen zweiten Account kurz rein. Da sieht man es halt eben auch, dass ich schon hochgehe, obwohl meine kompletten Mauern auch nicht ko noch Wir machen komplett das oben jetzt sind. ganz einfach. Wir Ja. blenden ein Bild von meiner Town Hall 9 Base hier ein. Okay, Und dann machen schaut wir. ihr euch meine Base nochmal an. Und dann wisst ihr, was gerusht heißt. Yay, auf jeden Fall. Nee, also wie gesagt, das ist vollkommen legitim. Und das passt hier. Und das, was natürlich noch richtig einen Unterschied bringt, ist natürlich der Bohrer auf Level 3. Damit kriegt man doch schon richtig gutes Dunkles, auf jeden Fall. Ich guck mal gerade, wie es hier ausschaut, so grundsätzlich. Also lagermäßig verteilt vollkommen in Ordnung. Das passt. Das passt für mich auf jeden Fall. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Kobis angreift, müssen die erst da lang, da lang, da lang, da lang. Also das passt. Das ist cool. Ich guck mal gerade, Luftabwehr auch vollkommen in Ordnung, also der Aufbau passt. Aber was ich sehe, ist, dass deine Armeelager hier, die hier sind noch auf 5, nur das eine ist auf 6. Die auf jeden Fall noch hochziehen, auf jeden Fall. Zumal du ja wirklich, guck mal, man sieht auch, er hat ja noch einen Arsch voll Alex am Start. Guck mal, 1,5 Millionen hat er momentan drinne. Das heißt, er könnte sogar das nächste Lager upgraden. Bin ich Ja. der. Warte mal, die Kaserne kostet 1,5, glaube ich. Ich bin der Meinung, das Lager auch.
Ich will nichts Falsches sagen, ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Also, aber ist doch kein Problem, wir gucken mal kurz bei Wiki. Ganz, ganz einfach, also bei der Base würde ich einfach sagen, Base-Layout ist wunderbar, ist halt ein bisschen eine Trap-Base, Clanburg ist schön mittig platziert, das Dunkle ist auch relativ gut geschützt. Nee, ich würde mir überlegen, ob du den einen Minenwerfer mit dem Elixierlager tauschst. Ich weiß, dann sind die so nebeneinander, aber ganz einfach, damit die Minenwerfer ein schöneres Dreieck bilden. Kleinen Moment, welchen meinst du jetzt? Die hier beiden? Nee, den unteren. Den mit dem den anderen. Den mit hier. Dem, ja genau, die zwei. Okay. Und ansonsten halt Mauern musst du nicht gezwungenermaßen machen. Würde ich dir aber, um ehrlich zu sein, bei Town Hall 7 noch empfehlen, weil du kriegst ja 50 Mauern mit Town Hall 8 und wenn du die halt dann auch noch erst auf 6 hast, dann ist es halt mit Town Hall 8 echt eher ein bisschen kacke. Also versuch die auch noch auf 7 zu machen. Ansonsten passt die Base eigentlich. Doch, das passt. Also vom Layout her ist es vollkommen in Ordnung. Und jetzt gucken wir nochmal, wir switchen nochmal kurz zu mir. Eines Needle. In meinem zweiten Account. Und dann sieht man halt eben auch, wie es bei mir momentan aussieht, wenn ich halt hochgehe. Ich switche kurz. Ja. So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir hier meinen zweiten Account. Oh, 30 Minuten. Das heißt natürlich, ihr seht in dieser Folge noch einen Angriff. Aber jetzt bloß um das nochmal kurz zu zeigen. Wir haben hier, zack, wir wurden ein ganz bisschen angegriffen. Das hat mich nicht wirklich gestört. Jeder möchte jetzt bestimmt meinen, oh ja, total fail, total fail. Ich habe mich jetzt mit dem Base-Design nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wirklich krasse Loose-Dinger habe ich auch nicht dabei. Also von daher läuft das eigentlich. Also das ist ganz gechillt. Den hier habe ich nicht rausgestellt, sondern er steht immer da. Ich habe ihn bloß jetzt halt eben im Upgrade, weil mich Abonnenten darauf hingewiesen haben, ey, du hast den einen Bogiturm noch. Weil ihr wisst es selber, die 8er und 7er, die sehen fast gleich aus. Bei den Kanonen Mist. Auch. Und richtig gut, vielen, vielen Dank an die Abos dafür. Ich hab's echt verplant. Ich hab's echt nicht gesehen. Ganz einfache Sache. So, wie gesagt, meine Armeelager logischerweise alle auf 6, ganz klar. Magierturm und sowas, alles komplett defmäßig komplett hoch. Und wir haben nur noch 3 Tage von den ausstehenden 8. Ich hoffe, ich gebe mir noch ein bisschen Mühe, dass ich eventuell sogar noch den King eben dann auf 5 habe. Das wäre eine mega nice Nummer. Und ihr seht es halt eben auch von Mauern her. Hier gucken wir nochmal kurz rein. Layout anpassen und alle löschen. Zack, zack, zack. Da haben wir einfach mal schon 65 immerhin. Das läuft. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Das passt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so ein Lichtle, so pingelig mit den Mauern. Ist Lichtle pingelig? Nö, aber der ist so ein richtiger Mauern-Upgrader. Auf jeden Fall. Guck dir meinen ersten Account an. Ja klar, du Razer hast jetzt auch mit 10er Mauern. Ich hab mehr 10er Mauern als du, Junge. Ich hab 0 10er Mauern. Na, siehst du? Ja, ich brauche keine 10er Mauern, ich bin auch ohne 10er Mauern gut. Auf jeden Fall, nicht Spaß. Nee, also wenn ich irgendwann mal die Mauern machen würde, würde ich die einfach jammen. Nein, Spaß. Genau, kleiner Joke, das würde locker irgendwie 2000 Euro oder so kosten, bis ich die Mac ist. Ja, 2700 irgendwie, hat mir mal irgendwie... Ja klar, wenn du sie von 0 auf irgendwas jammst. Genau, genau. Aber ich habe sie jetzt ja schon alle auf 8 und... Das zählt gar nichts, das ist kein Geld. Ist schon ein bisschen toll. 8 und 9 ist ja auch schon mal 1. Guck mal hier. Ich meine, im dunklen Bereich ist natürlich wenig, aber gucke mal hier, Junge. 300 Dunkles mit einem Town Hall 7er ist jetzt auch nicht gerade wenig. Ich gehe hier einfach mal lang. Ich mache hier mal eine kurze Session. Ja, hol auf jeden Fall noch deinen König auf 5. Das ist natürlich... alleine schon, weil wie du meinst ja, mit Town Hall 8 hast du dann ganz andere Sachen zu tun. Also du machst erstmal deine Gebäude, willst erstmal gucken, dass das alles passt. Und ja, wie gesagt, wenn ich überlege, ich glaube, als ich angefangen habe mit meinem ersten Video da irgendwie Level 68, war ich ja schon auf Town Hall 9. Und da hatte ich, glaube ich, noch nicht mal einen King. Ich bin der Meinung, ich hatte noch nicht mal einen King. Mein erstes Video, alter Shit. Habe ich dir letztens so einen Ausschnitt von gezeigt. Mein erstes Clash of Clans Video, was ich je gemacht habe. Vor 3 Jahren oder so. So, oh shit. Sehr geil. Nicht mal der Minenwerfer geht drauf. Und das ist natürlich echt richtig geil. Ich habe immer eine einfache oder eine gute Truppe, die ich einfach komplett kostenlos habe. Nur ein bisschen Zeit warten muss. So, jetzt gucken wir mal. Zack. Bam. In Ordnung. Läuft doch. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Und dann ist das gar nicht so verkehrt. Ach, schon wieder bei 20 Minuten. Ja, wir müssen auch aufhören, weil ihr wisst, dass meine Videos, die wir machen, gehen so schnell.
Es wird dann ab einer gewissen Zeit einfach nicht mehr aufgenommen weiter. Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag und Disiax ist in der Videobeschreibung, wenn ihr den cool Hashtag findet. Disiax in die Beschreibung, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Genau. Ich wünsche Sorry, euch das was. musste jetzt sein. Ja, bis dann. Ciao, ciao.